Oh nein. Hallo. Poseidon. Du versperrst uns ein bisschen den Weg, würde ich mal behaupten. So, Leute. Jetzt sind wir bei einem Bosskampf, der es in sich hat. Nämlich kann ich euch schon mal vorweg sagen, diesen Dreizack, den ich gerade bei der Schmiedemeisterin zusammengestellt habe, braucht man für diesen Bosskampf. Weil anders hat man gegen diesen Boss keine Chance. Ihr werdet gleich auch sehen, wieso. So. Ihr seht schon, Poseidon ist von einem Kraftfeld umgeben. Aber wenn Aron jetzt angreift, geht das auch nicht. Gut, dann muss ich das wahrscheinlich doch einsetzen. Erstmal heilen. So. Wo ist der Dreizack? Da. So. Benutzen wir es auf Poseidon. So, alle einmal geheilt. Und jetzt geht's hier an den Kragen. Nimm das! Und jetzt ist ein Kraftfeld durchbrochen worden. Sprich, jetzt können wir ihn endlich Schaden machen. Vorher würde man sich bei diesem Kampf dumm und dämlich schlagen. Deswegen wichtig ist, dass ihr mit dem Dreizack in diesen Bosskampf übergeht. Sonst könnt ihr das definitiv vergessen. Und werdet elendig sterben, früher oder später. Aber gut, jetzt sind wir bereit. Zeit erstmal die Truppe zu heilen. Beziehungsweise erstmal alles aufzuwerten und ihn dann ordentlich eins reinzuzimmern. Ich versuche mal mit Betäubung. Elementaren Widerstand. Ja, ist nicht verkehrt mit Wasserangriffen. So. Nasses Grab. Dürfte jetzt nicht mehr ganz so viel Schaden machen. Oder auch doch. Naja gut, wenigstens geht's trotzdem. Aber eine Heilung ist definitiv nicht verkehrt. Beziehungsweise zwei Heilungen. Da gebe ich mal Jenna, so. Okay, ja, ein Wasserschild ist vielleicht nicht schlecht. So. Zumindest haben wir wieder einige Kapi. Aber das nasse Grab macht gerade nicht mehr so heftigen Schaden. So, dann kriegst du einen Doppelhieb eingewirkt. Ich versuch's mal mit Schnelligkeit. Ja, vielleicht klappt besänftigen. Okay, Verteidigungssenken ist definitiv essentiell. Ozeanfaust. Eieiei. Okay, das tat Jenna ein bisschen weh. Gut, dann werde ich jetzt erstmal anders verfahren. Es sei denn, Jenna beißt direkt schon ins Gras. Felix, kannst du noch wiederbeleben? Nein. Kannst du nicht. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Gut, dann sauge ich dir erstmal die KP aus. Ja, das ist auch wirklich mies, Sinx. Hatte man ja wirklich keine große Ausweichmöglichkeit, vor allem weil er auch zweimal angegriffen hat.
Okay, wisst ihr was? Ich will noch mehr draufhauen. Also ich hätte theoretisch ein Lebenswasser, aber das will ich ehrlich gesagt noch nicht verschwenden. Na gut, machen wir es so. Jo. Die KP sehen auf jeden Fall erstmal wieder besser aus. Okay, dann haben wir jetzt Zeit für eine Beschwörung. Gericht! Und dann würde ich sagen, hätte ich dir noch einen Odysseus rein. Und dann versuche ich den Gegner mal zu blenden. Oh nein, Gegenschlag. Okay, Odysseus, zeig's Poseidon. ...944 Schaden, ja. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, von Cosma kann ich mich gleich auch verabschieden. Das reicht leider noch nicht. Nee, Cosma lebt noch. Doch, Cosma hat es dahin gerissen. Ich würde sagen, ich stehe vor einem großen Problem. Dann mache ich erstmal eine Heilrunde, bis Felix wieder genug Gins zur Verfügung hat. Okay, tiefes Gebet. Bin froh, dass ich die beiden Partymitglieder, die heilen können, noch dabei habe. Aber wenn die jetzt auch noch oft genug angegriffen werden, dann dauert das auch nicht lang. So. Blöde, ich brauche jetzt noch die anderen beiden Djinns. Ich könnte aber noch zwei Beschwörungen durchziehen. Dann würde ich sagen, Felix, du wirst heil. So. Genau, und dann setze ich... Der Neptunoid wäre wäre ein bisschen blöd. Machen wir Procne. Oder? Ja doch, Procne. Gib alles, Brockner. Zeig's, Poseidon. Naja. Der Schaden ist auch schon beachtlich. Wie das nasse Grab. Jetzt soll ich mich definitiv von Aaron kümmern. Na, Widerstand ist weg. Scheiße. Ich würde gerne auch ein bisschen Schaden machen wollen, deswegen... Ich versuche es mal mit Tonspitze. Und Aaron, du heilst dich. Mit einem tiefen Gebet. Okay. Komm schon, sei schneller, Aaron. Na Gott sei Dank. Eisrakete. Das hat er vorhin noch nicht eingesetzt. Gut, eins noch. Und dann kann ich wenigstens wieder beleben. Das heißt, ich setze nochmal Tonspitze ein. Und mit Aaron heile ich nochmal mit einem tiefen Gebet. Eieieiei. Das war eine schwache Flut. Okay, Felix, dann würde ich sagen, es ist Zeit für die Wiederbelebung. So, wen holen wir erst wieder? Ich würde sagen Jenna. Und am liebsten sagen, scheiß drauf, ich benutze jetzt das eine Lebenswasser. Wobei Aaron muss überleben. Das heißt, ich werde noch mein tiefes Gebet sprechen. Gegenschlag. Na gut, ich greife gerade eh nicht wirklich an. Taifunschlag. Okay, gleich sind wir wieder vollständig. Und dann gibt's Saures. So, deswegen... Cosma, du kommst auch zurück.
Okay, ich kann das auch so machen. Das heißt, Felix will jetzt was anderes machen. Erstmal die Verteidigung wieder erhöhen, ganz wichtig. So. Dann versuche ich es mit einem Djinn. Und nochmal elementaren Widerstand erhöhen. Na gut, ist jetzt blöd, dass Cosmo davon nichts abbekommen hat. Naja, egal. Dann hoffe ich einfach mal, dass das irgendwie noch gut geht. Ja, gerade so. Ich würde ja sagen, ich gebe uns erstmal ein paar KP. Boreas könnte ich noch beschwören. Ich würde sagen, ich haue am liebsten rein. Ja, machen wir das. So, wen verstecke ich? Hast du irgendwie noch was zum Heilen? Nee, auch nicht. Ich hätte noch Heiltränke, aber die wären schon fast zu schade. Shit. Gut, ich gebe Felix aber erstmal wieder PP. Dann machen wir das so. Er schafft ein Schild aus Wasser. Mache ich das? Ja komm, scheiß drauf. Ozeanfaust, das heißt Cosma ist platt. Nee, es hat Jenna schon wieder getroffen. Oh nein. Es reicht nicht. Also, dass er irgendeinen umgebracht hat. Da habe ich Glück. Ist nur trotzdem blöd. Ich müsste die Party echt mal wieder ein bisschen heilen. Ich sauge ihn erstmal das Leben aus. Ich kann genau Odysseus wieder beschwören. Ich hätte noch Heilkraut, aber das heilt nur 50, ne? Ja. Egal, besser als nichts. Gebe ich Jenna. So, und dann machst du noch eine große Beschwörung mit Neptunoid. Na nein, das wird wieder wehtun. Na, vielleicht habe ich ja das Glück, dass das reicht. Nee. Gut, aber wir haben ihn. Felix hat's geregelt. Und tschüss, Poseidon. Somit haben wir einen Meeresgott auf dem Gewissen. Aber uns bleibt der Weg verwehrt. Was sei denn, ich versuche mal Detonation. Was nichts bringt, nee. Na gut, gehen wir erstmal weiter nach Norden. jetzt sind wir ganz woanders. Wir sind jetzt direkt im Nebel. Und hier haben wir Lemuria. Wir sind am Ziel angekommen. Und haben Lemuria erreicht. Hier sind auch wieder Felsen, die uns den Weg versperren. Oh, hier sind mehrere dieser Schiffe. Ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal hier an. Felix Lagratus 2.0. So ungefähr. Schiff der Lemurianer, ja. Das ist auch unser Schiff, ne? Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier mal ein bisschen um, ne?
Ja, Papa Barbie wäre stolz. Da sagst du was, Sings. Ist nur schade, dass Barbie davon halt nichts mehr mitbekommt. Oh, eine Statue? Rüber mit dir. Nee, geh nicht. Dann weg. Das war doch eben Synergy, oder etwa nicht? Hm? Sind das Sie Adepten? Wer seid ihr? Seid ihr es, die Poseidon besiegt haben? Ja, wahrhaftig. So war wir vor euch stehen. Was für eine grandiose Leistung. Wer seid ihr, dass ihr diesen Leviathan bezwingen konntet? Wenn ihr stark genug seid, Poseidon zu besiegen, seid ihr zu gefährlich für Lemuria. Ihr dürft es nicht betreten. Die Befehle des Königs sind völlig klar. Wir können euch nicht Einlass gewähren. König? Wer ist euer König? Seine Hoheit König Hydros, selbstverständlich. Schon seit Jahrhunderten herrscht seine Hoheit über Lemuria. König Hydros hat verordnet, dass Lemuria vor gefährlichen Fremden geschützt werden muss. Ihr sagt, wir sind gefährlich, aber zählt ihr auch mich dazu? Aaron! Aaron! Warst du im Kampf gegen Poseidon an ihrer Seite? Unmöglich. Jeder weiß, dass du über großen Mut verfügst. Dennoch bist du nur ein gewöhnlicher Lemurianer. Gleich direkt abgestempelt. Solche Bemerkungen erweisen uns allen einen schlechten Dienst. Ich habe tapfer an der Seite meiner Freunde gekämpft. Überlasst unsere Landung nur mir. Ihr habt mein Wort, dass wir während unseres Aufenthalts keine Probleme machen werden. Wollt ihr uns immer noch keine Erlaubnis erteilen? Aaron, ich weiß, du bist ein Mann, auf dessen Wort Verlass ist. Aber die Befehle des Königs haben absolute Priorität. Du verstehst sicher, dass wir die Befehle des Königs nicht einfach ignorieren können, oder Aaron? Was macht König Hydros nur? Ist dieser Hydros-Kerl denn wirklich so dermaßen wichtig? Unverschämter Bengel, wage es nicht, den König von Lemuria zu beleidigen. Zwar sind wir friedliebend, aber auch leicht zu verärgern. Bengel? Ich bin mindestens zweimal so alt wie du. Wen nennst du hier Bengel? Du trachtest danach, Lemuria zu sehen und weißt dennoch so wenig über uns. Ich bin viel älter als du. Erweise mir gefälligst Respekt. Pah, älter als ich? Kann ich mir nicht vorstellen. Crayden. Tatsächlich sind diese beiden vermutlich älter als ihr alle zusammen. Sei gegrüßt, Retro. Barbie muss dir davon erzählt haben. In Lemuria verstreicht die Zeit nur sehr langsam. Nun. Ich glaube, ich erinnere mich dunkel an etwas. Vielleicht. Aber mir vorzustellen, dass diese beiden Herren älter sein sollen als ich, das ist viel verlangt. Aber vielleicht war ich doch zu unhöflich. Bitte nehmt meine Entschuldigung an. Meine Unwissenheit hat mich getäuscht. Nun, dann wäre diese Sache ja geklärt. Aber wenn eure Kampfkunst eurer Eloquenz entspricht, dann stellt ihr vielleicht doch keine so große Bedrohung für uns dar. Da stimme ich zu. Seine Hoheit wird in ihrem Fall sicher eine Ausnahme machen. König Hydros wird vielleicht seine Order revidieren, wenn wir mit ihm konfrontieren. Wir werden sofort mit ihm sprechen. König Hydros wartet auf Neuigkeiten von jenseits des Meeres der Zeit. Er möchte euch sicher kennenlernen. Wartet hier. Okay. Wie lange, glaubt ihr, müssen wir warten? Gute Frage. Zeit ist für die meisten Lemurianer nur von geringer Relevanz. Ein kurzer Moment für uns mag Fremden wie eine Ewigkeit erscheinen. Mir scheinst du recht jung zu sein, doch bist du vermutlich ein alter Mann in deinem Volk.
Ich könnte mir vorstellen, dass du in deinem Leben schon genug gewartet hast. König Hydros hat uns instruiert, den Älteren gegenüber etwa stets zuvorkommend zu sein. Sie scheinen vertrauenswürdig genug zu sein. Wollen wir ihnen Einlass gewähren? Ich sehe keinen Grund, der dagegen spreche. Ich denke nicht, dass wir uns deswegen Ärger einhandeln. Ich werde bei ihm bleiben. Und jetzt lasst mich wieder über die Straßen meiner Heimat wandern. Ich flehe euch an. Dann wisset, dass wir unser Vertrauen in eure Hände legen. Euch soll Einlass gewährt werden. Doch tut nichts Unüberlegtes. Solltet ihr für Unfrieden sorgen, werden wir euch jagen und schreckliche Vergeltung geüben. Haben wir euer Wort? Aber sicher doch. Oh, endlich! Was mag wohl in Lemuria auf mich warten? Ich kann nicht länger warten. Oh, beruhigt euch. Ich werde sie ganz genau im Auge behalten. Ihr habt nichts zu befürchten. Das klingt schon ein bisschen übel. Nun gut, Aaron, wir vertrauen dir. Tretet bereitwillig und friedvoll ein. Es ist euch sicher schon klar, aber dennoch. Es ist euch nicht gestattet, den Palast zu betreten. Wenn der König das herausfindet, bekommen wir beide mächtig Ärger. Keine Sorge, das werde ich zu verhindern wissen. Gut, wir haben jetzt also freien Zugang zu Lemuria, aber dürfen keinen Palast betreten. Na toll. Ist dieser Hydros wirklich so furchterregend? Furchterregend wäre nicht die passende Bezeichnung. König Hydros lebt länger als irgendjemand sonst. Er ist der Weiseste der Weisen. Obwohl ihn jeder respektiert und nur Verehrung für ihn übrig hat, wäre es verfehlt, dies als Furcht zu betrachten. Ich fürchte ihn sicherlich nicht. Der König, er... Er was? Ihr werdet verstehen, sobald ihr dem König selbst gegenübergestanden habt. Aber das ist jetzt nicht von Belang. Lasst uns gehen. Nach Lemuria, die Stadt, nach der es euren Herzen so sehr verlangt hat. Ja, Cranes Wunsch geht damit sozusagen in Erfüllung, ne? Ja, dann schauen wir uns Lemuria mal an.